Ja, erstmal hallo. Endspurt, Sonntag 17 Uhr. Sind tatsächlich mehr da, als ich eigentlich so befürchtet hatte. Ja, so auf den letzten Drücker. Ich war nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Thema ist hier. Aber scheinbar wollen ja Leute noch was darüber hören. Aber ich denke mal, die meisten ist das nicht ganz unbekannt. Ja, Sieve oder ich sag Sieve, ich glaube, das ist vollkommen Schnuppe, wie wir das aussprechen. Ich habe das mal so dahingestellt und mal getitelt, einfach, steinalt, funktionell, lesbar, sortiert deine Mails. Darum geht es jetzt so in dem Vortrag so ein bisschen. Ich gehe da nicht in die Tiefe, wir werden sicherlich auch nicht lernen, wie man Sieve-Filter skriptet, ja, schon gar nicht am Sonntagnachmittag. Es geht vor allen Dingen auch darum, ich sag mal, Benutzern das zugänglich zu machen. Ich bin der Stefan Unverricht, ich mache so nebenher den eGroupware Community Manager, sprich für eGroupware, die da auch eben Mail und sowas macht. Ich engagiere mich im deutschen LibreOffice-Projekt, deswegen findet man mich im Regelfall hier unten am LibreOffice-Stand. Eigentlich auf jeder deutschen Veranstaltung findet ihr mich da. Und erzähle das Ganze jetzt so ein bisschen aus der Perspektive des eGroupware Community Managers, weil ich halt immer wieder diese Gespräche führe über Mail-Server, Filter und so weiter. Thematisch, was ist Sieve? Und so ein bisschen über die Historie, Möglichkeiten. Wir gucken uns mal an, welche Server können das, welche Clients oder auch nicht. Ein paar Aspekte aus der Technik. Das gehen wir nicht zu tief. Beispiele und dann zeige ich, wie wir in eGroupware halt Sieve implementiert haben für den Anwender. Was dann aber analog, ich sag mal, für die anderen Systeme, die es können, ähnlich gilt. Das mal so als Beispiel. Und zum Schluss gerne noch Fragen. Ich hoffe auch Anregungen, weil ich selber habe jetzt auch beim Recherchieren das ein oder andere Fragezeichen gehabt und vielleicht weiß da einer mehr wie ich. Deswegen, das wäre schon ganz interessant. Ja, Sieve. Im Grunde ist das erstmal eine Skriptsprache, aber man spricht da eben auch über die ganze Technik, über die Kommunikation und was der Mail-Server damit macht. Deswegen kann man das alles so in einen Topf werfen. Es werden via Sieve Filterregeln und somit auch Abwesenheitsnotizen auf einem Mail-Server verwaltet. Also ein Mail-Server regelt Filter, Weiterleitungen etc., Abwesenheitsnotizen. Und das findet auf dem Mail-Server statt und genau das wollen wir als Endanwender einstellen. So, dafür brauche ich einen Client oder im Zweifelsfall einen einfachen Texteditor, weil wir reden hier über einfache Skripte. Aber wie gesagt, da sind wir an der Stelle, der Endbenutzer, für den ist das nichts. Was kann man damit machen? Man kann eine automatische Antwort senden, Weiterleitungen machen, verschieben, ablehnen, löschen, IMAP-Flex setzen zum Beispiel, sowas in der Richtung. Ja, eingangs hatte ich gesagt, einfach, steinalt, funktionell, lesbar. Habe ich einfach mal so provokant dahingeschrieben. Das waren so die ersten Begriffe, die mir einfielen, wie ich über Sieve mal drüber nachgedacht habe. Ich finde die ganze Technik einfach. Wenn ich mir heutige Schnittstellen so angucke, wird das für mich dann langsam ein bisschen komplex mit XML-Strukturen und so ein Zeugs. Da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu alt zu. Ich finde die ganze Sache einfach. Sie ist recht alt, ich würde sagen steinalt. Wir reden hier über eine Technik, die in einem RFC mindestens seit 2001 beschrieben ist, mit einer kleinen Revision. Es ist funktionell, weil man damit das machen kann, was man eigentlich braucht in dem Bereich. Es deckt eigentlich alles ab. Ich glaube, da hat nie irgendeiner noch großartig was vermisst. Und ich sag mal so, die Skripte, die dabei entstehen zum Beispiel, die sind immer noch lesbar. Ja? Also ohne VisiVig-Editor kann ich in die Textdatei reingucken und ich kann das immer noch erkennen, lesen und interpretieren. Gerade schon angerissen, die Historie. Wir reden hier über eine Beschreibung, die ist relativ alt. Die ist das erste Mal zum Standard geworden 2001 im RFC 3028. Wie lange da vorher schon verschiedene Systeme sowas machen konnten, wie lange da diskutiert wurde, bis das zum Standard wurde, kann ich nicht genau sagen. Aber sowas, wisst ihr selber, geht meistens auch über Jahre. Es gab eine Aktualisierung, beziehungsweise dann als Folge RFC, die 5228 in 2008 und seitdem ist das eigentlich unverändert. Und also ich mag sowas, was sich da nicht verändert. Ja? Deswegen eben für mich steinalt, weil wie gesagt, der erste RFC ist von 2001
Und in unserer Branche hier ist das, denke ich mal, schon alt. Es gibt zu diesen RFCs noch diverse Unter-RFCs. Die sind hier zum Beispiel bei Cyrus ganz gut gelistet. Und zu Sachen wie automatische Antwort, Weiterleiten und so weiter oder einige spezielle Sachen wie Flex setzen, gibt es dann eigene RFCs jeweils. Das geht also weit über das hinaus, was dieses RFC für Siebe selber darstellt. Dann gibt es so spezielle RFCs, da gehe ich auch gleich nochmal weiter hinten ein bisschen weiter ein. Die sind auch nicht selbstverständlich in der Verwendung, zum Beispiel Siebe Vacation Extension Seconds Parameter. Die ist auch nachträglich erstellt worden und ermöglicht, wenn die implementiert ist, dann noch weitere Funktionen. Das zeige ich nachher nochmal. Also Siebe stellt sich also letztendlich mit einem ganzen Paket an RFCs dar. Wozu kann ich das Ganze nutzen? Erstmal das Mails, die Mails bearbeiten, sortieren, verschieben, was auch immer ich damit mache, findet auf dem Mail-Server statt. Nicht auf dem Client, das heißt also, wenn das auf dem Mail-Server geskriptet, eingestellt, geregelt ist, findet also auf dem Mail-Server die Sortierung und die Bearbeitung von Mails ohne mich statt. Das passiert nämlich jederzeit, solange der Mail-Server läuft. Also nichts mit Client einschalten, Programm starten, irgendwas passiert. Nö, der Mail-Server, der macht das von sich aus, jederzeit. Insbesondere bei Abwesenheitsnotizen ist das natürlich logisch, das kann ja nicht anders sein, weil wenn eine Mail auf den Mail-Server ankommt, dann soll ja was passieren und nicht erst, wenn ich meinen Client an den Start bringe. Das Ganze findet also während der Zustellung selber auf dem IMAP-Server statt. Dort werden die Regeln abgearbeitet und somit reagiert das sofort auf eingehende Mails. Das Ganze ist dadurch natürlich client-unabhängig. Die Mails werden auf dem Mail-Server sortiert, liegen dann in irgendeinem Verzeichnis rum oder werden mit Flex versehen, gelesen, ungelesen, was auch immer. Jeder Client, der auf das IMAP-Postfach zugreift, sieht also absolut den gleichen Stand. Wissen wir, IMAP ist ein Postfach, da gucke ich mit verschiedenen Clients rein. Ich sehe also immer den gleichen Stand. Nochmal in Relation eben zu einem Desktop-Client. Deswegen ist es auch egal, ob ich da mit dem Tablet, Smartphone oder sonst was drauf zugreife. Wir reden hier über einen IMAP-Server und da gucken wir alle ins gleiche Postfach. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, Sieve und lokale Filter, die ich in einem Mail-Client habe, ob das jetzt ein Thunderbird oder was auch immer, die können alle irgendwo filtern. Wenn ich das lokal mache, also mit dem Desktop-Client zum Beispiel, da werde ich sicherlich vorfinden, dass dort die Filter und die Möglichkeiten deutlich umfangreicher sind als die mit Siebe auf dem Server. Dann ein weiterer Aspekt ist, dass Filter im Regelfall auf einem Desktop-Client auch nachträglich anwendbar sind. Das heißt also, ich kann einen Filter mir anlegen und sagen, jetzt führe den Filter mal auf das Verzeichnis aus. Das kann ich da nachträglich machen. Das geht auf dem Mail-Server so erstmal ohne weiteres nicht. Meine Praxis sagt mir aber, erstens, diese umfangreichen Filter oder diese weiteren Möglichkeiten, die da so geboten werden, habe ich mein Leben nicht vermisst. Ich komme wunderbar mit den Möglichkeiten aus, die mein Mail-Server mir per Siebe und den Filtern bietet. Ich habe schon mal, sag mal, Eingangsmails irgendwann im Unterordner angelegt, habe eine Weiterleitung für diese Mails angelegt und ja, das kann ich nicht nachträglich durchlaufen lassen. Was mache ich? Ich filter einmal im Posteingang auf den Absender oder Betreff oder sonst irgendwas, mache Steuerung A, schiebe die in den Unterordner, dann bin ich auch damit fertig und der Filter macht das in Zukunft für mich. Kann ich mit leben, dass ich solche Filter nicht nachträglich im Regelfall anwenden kann? Bei Siebe ist das so, die Filter eben auf den Mail-Servern machen Client unabhängig. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich auf verschiedenen Rechnern Desktop-Clients habe und auch mit dem Webmail-Client drauf zugreife und mit meinem Handy und so weiter. Abwesenheitsnotiz ist wie gesagt möglich, weil auf dem Mail-Server eben sofort reagiert werden kann. Und wenn ich mit dem geeigneten Client die Siebe-Filter erstelle, habe ich oft eben auch die Möglichkeiten, auf Daten von dem Mail-Server oder von der Groupware-Lösung zuzugreifen und habe da direkt die Mail-Konten, Kontakte oder sonst irgendwas drin. Zeige ich nachher nochmal am Beispiel von eGroupware,
dass ich da dann auch einige Dinge direkt zur Verfügung habe, ohne die von Hand eintippen zu müssen. Server und Clients. Bei den Servern ist die Liste, denke ich mal, heutzutage sehr kurz. Cyrus, Dovecot. Da fällt mir dann erstmal auch nicht mehr viel weiteres ein. Kennt ihr noch andere Server, die ihr in den Ring schmeißen würdet, mit Bedeutung, die vielleicht Siebe können? Das ist ja kein Mail-Server in dem Sinne. Wir reden da über eine Groupware mit integrierter Datenbank und Mail-Server. Okay. Aber ein reiner Mail-Server. Ich denke mal, da sind wir bei Cyrus und Dovecot ziemlich am Ende heutzutage. Ist auch okay. Funktionieren beide und Dovecot ist eh der Platzhirsch. Ne? So, bei den Clients. Ja, was fällt mir da ein? Wir haben Desktop-Clients, wir haben Web-Clients. Allen voran natürlich ein Thunderbird, dann diverse Web-Sachen, OpenExchange, Nextcloud, Outlook als Desktop-Client, ein Roundcube wieder, Mail, Webmail, K-Mail, eGroupware habe ich nicht drauf geschrieben. Da geht eigentlich eine ganze Menge. Wir reden jetzt von IMAP, Mail, Clients. Wobei wir wissen alle, bei Outlook ist das so eine Sache mit IMAP. Ich habe mir die Tage nochmal den Thunderbird angeguckt. Ich nutze das Ding jetzt auch 25 Jahre fast. Ich dachte, oh, da gab es ja immer mal so Add-ons, ne, für Siebe. Uff. Da habe ich mal nachgeguckt und dann musste ich wieder feststellen, also spätestens die letzten Add-ons sind seit der Umstellung auf die 102, auf die Schnittstellen, Add-ons-Schnittstellen, definitiv nicht mehr nutzbar. Ich habe es nicht ausprobiert, die Add-ons umzukonfigurieren und ich habe nicht versucht, die trotzdem zu installieren und ob die funktionieren, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber für den Otto-Normal-User gibt es da nichts mehr. Und so richtig ein gutes Add-on, was ein grafisches Interface geboten hat, für einen Endbenutzer, gab es da, glaube ich, eh nie wirklich. Es war meines Erachtens immer nur so Texteditoren, wo man dann die Skripte letztendlich so zusammengebastelt hat. Also ich rede von Endanwendern, wie, ich sag mal, meine Mitarbeiter in meinem Dayjob, die sich da was zurechtklicken wollen. Da gab es, glaube ich, eigentlich sowieso nie etwas. Also da bin ich leider etwas enttäuscht und das wäre bei mir ganz oben auf meiner Wunschliste für ein TB für die Zukunft. Es ist die letzte Zeit viel passiert im Thunderbird, Gott sei Dank, aber das steht bei mir noch ganz oben auf der Wunschliste und ja, schauen wir mal, vielleicht wird es das irgendwann geben. Das war das Add-on, was irgendwie längere Zeit mal genutzt worden ist. Ich fand das gar nicht so verkehrt, ich hätte das nutzen können, aber da gibt es eben kompatibel bis 102 und dann haben wir die Schnittstellenänderungen und dann hat der Entwickler gesagt, nö, mache ich nicht mehr. Was der aber macht, und deswegen habe ich die GitHub-Adresse hier nämlich auch hingeschrieben, das Ding als Standalone. Man kann sich das also als Standalone installieren, trägt dann seinen Mail-Server die Credentials ein und kann dann die Skripte editieren. Das ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch mal noch eine Lösung, ja. EM-Client, nix. Outlook, nix. K-Mail gab es mal was, das war aber auch nur ein Skript-Editor. Ja, haben wir noch einen Desktop-Client, den man mal betrachten könnte, einen relevanten? Genau das hat der Kollege unten vorhin auch gesagt, den habe ich vergessen. Ich weiß nicht, was kann Evolution direkt, okay, dann sind wir fertig damit. Ja, also ich sag mal, bei den Desktop-Clients sieht es also echt mau aus. Leider. Schade. Ich hoffe, TB macht es wenigstens mal irgendwann. Und die Leute erachten das als wichtig, sage ich mal, das zu implementieren. Webbasierte Clients, da wird es langsam ein bisschen sonniger. Ich habe einfach mal so eine grobe Liste hier mit Nextcloud, OpenExchange, Roundcube, GroupOffice, eGroupware, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt da noch ein paar. Ich habe jetzt gleich mal ein bisschen näher betrachtet, OpenExchange, Roundcube, eGroupware, da erzähle ich dann noch ein bisschen mehr. Nextcloud ist vielfach in Verwendung, OpenExchange auch, Roundcube auch bei vielen. Ich sag mal, auch wenn ich bei eGroupware bin, bin ich trotzdem froh, dass Roundcube bei Nextcloud jetzt untergekommen ist, in dem Sinne, als dass die Jungs sich der Sache angenommen haben.
weil der Hauptentwickler ja von Roundcube 2021 gesagt hat, schaffe ich nicht mehr. Und seitdem dümpelt das ja so vor sich hin. Und ich finde das oder fand das sehr schade, weil Roundcube echt eigentlich ein ganz guter Mail-Client ist. Und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt da weitergeht. Denke aber schon. Ne? Okay, in Open Exchange habe mal zwei Screenshots gemacht. Ich weiß nicht, ob man die wirklich gut erkennen kann hier. Ich habe eine Abwesenheitsbenachrichtigung, die ich einstellen kann. Und ich kann Filterregeln einstellen mit diversen Sachen. Ich finde die Dialoge eigentlich ganz gelungen, gefällt mir sehr gut. Und ich sag mal, da kann man auch, weil man hier nämlich auf Header und so weiter drauf zugreifen kann, schon relativ komplexe Geschichten machen. Ja. Und im einfachsten Fall ist es für den Endanwender halt auch gut bedienbar. Und aus der Oberfläche, aus der Mail-Oberfläche heraus, kann ich eine Mail mir packen und tatsächlich hier schon anfangen, einen Filter zu bauen. Roundcube sieht das im Prinzip sehr ähnlich aus. Auch da habe ich einen Assistenten aus der Mail heraus, kann ich das direkt machen. Habe da wieder meine Filter. Eine Abwesenheitsnotiz geht da ein bisschen anders. Das ist dann ein Filter, der ein bisschen spezieller ist. Da gibt es keine eigene Maske für eine Abwesenheitsnotiz. Das finde ich für einen Endanwender irgendwo in einem Industrieunternehmen, den Sachbearbeiter, jetzt ein bisschen kritisch. Ich wünsche mir dafür eine separate Maske nur mit den Feldern, die man für eine Abwesenheitsnotiz braucht. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe nichts Besseres gefunden. Das ist das, was ich bei Roundcube festgestellt habe. Aber ich denke mal, das wird sich vielleicht auch noch ändern. Habe ich mal einen Blick geworfen auf so diverse Provider wie Strato, Ionos. Ich habe mal bei so ein paar kleineren geguckt. Da geht es jetzt darum, wenn ich meinen eigenen Mail-Server betreibe, betreibe ich Siebe und gut ist. Das richte ich ein und dann läuft das. Aber ich sag mal, viele haben eben noch bei Strato, Ionos oder sonst wo ihre Mails liegen. So. Und da ist die Frage, was die anbieten. Im Regelfall bieten die natürlich ein Webfrontend an, um sowas zu machen. Das ist dann oft Open Exchange. Ne? Bei Ionos ist das so. Mailbox.org ist Open Exchange. Da funktioniert das überall. Aber im Regelfall kann ich von außen auf diese Siebe-Filter nicht drauf zugreifen, sondern immer über das Webinterface. Habe ich also meinen Thunderbird auf dem Desktop, muss ich die Sachen also immer bei denen im Webfrontend natürlich machen. Geht grundsätzlich, wenn man es nicht allzu viel braucht. Ich meine auch, vor Wochen war jemand da, der sagte, Filter gehen wohl bei seinem Provider, aber er könnte keine Abwesenheitsnotiz schalten. Also es gibt anscheinend auch Anbieter, wo es zwar einen Siebe-Zugang gibt, aber irgendwie nicht ganz vollständig oder andersrum gesagt eingeschränkt. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, welcher Provider das war. Deswegen auch an euch die Frage, welcher Mail-Provider, der euch Mail-Services liefert, macht den Siebe-Port auf für euch? Kennt ihr einen? Ich habe auch so direkt keinen gefunden. In Berlin. In Berlin. Okay, dann werde ich den mal notieren. Aber die sind rar, die Firmen, die das erlauben. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn es da jemand gibt, würde ich das nämlich gerne aufnehmen. Dann kann man sowas mal weiterempfehlen. Weil wir haben zum Beispiel eine ganze Menge Anwender, die eGroupware einsetzen, bei sich zu Hause oder auf dem V-Server, aber keinen Mail-Service betreiben wollen, aber trotzdem Siebe und Abwesenheitsnotiz machen wollen. Die suchen dann einen Mail-Provider, der das kann. Ne? Deswegen, also ich bin da nicht wirklich fündig geworden. Gucken wir uns an. In Berlin. Ein ganz klein wenig so zur Technik. Und das ist dann die Stelle, wo ich ein paar Folien vorhin rausgeschmissen habe, weil Sonntag 17 Uhr. Wir reden, das habt ihr ja irgendwie im Prinzip jetzt gerade schon mitgekriegt. Wir reden hier von einem Mail-Server, wir reden hier von Clients. Das heißt also Client, Mail-Server, Mail-Server, Client, die kommunizieren miteinander. Das heißt also, ich habe den Mail-Server, ich habe den Client. Diese Kommunikation about Siebe, die findet natürlich zwischen diesen Server und Client statt. Ich kann das unverschlüsselt machen. In vielen Installationen ist das so, wo die Sachen lokal bleiben. Ich habe meinen Mail-Server, ich habe meine
Web-Groupware und dann kann ich das auch unverschlüsselt machen, ist eigentlich nicht richtig, aber man muss ja abwägen. Ansonsten kann man natürlich auch Konfigurationen herstellen, die dann über SSL auf dem Port 4190 SSL verschlüsselt die Kommunikation zwischen Client und Mail-Server machen. Nur beide müssen das können und beide müssen entsprechend konfiguriert werden. Ich denke mal, die meisten werden an der Stelle unverschlüsselt arbeiten. Das ist natürlich im Prinzip ein Thema, weil, wenn ich mal bedenke, dass ich auf dem Mail-Server Filter einrichte, die da zum Beispiel sagen, jede Mail, die reinkommt, die schickst du mal irgendwo hin. Wenn da jemand drankommt und das einstellt, ohne dass du das merken kannst, hast du ein Problem. Also so viel zu dem unverschlüsselt. Sollte man mal drüber nachdenken. Aber so eben mal verschlüsselt geht auch nicht. Man muss sich da echt reinknien. Ein anderer Aspekt ist der Mail-Server, der kann Sieve. Aber Sieve sind ganz viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel eben, dass man, also Sieve vor Flex, dass man Flex setzen kann. Das sind Funktionalitäten, die der Mail-Server anbietet oder eben auch nicht. Deswegen geht normalerweise ein Client hin, wenn man den Sieve-Connect macht und fragt erstmal den Server ab, was kannst du alles? Und dann nennt er dem die ganzen Sachen und dann weiß das Frontend, in deinem Web-Frontend zum Beispiel, was er anbieten kann und was nicht. Das kann also einem dann schon mal passieren, dass der sagt, hör mal, der kann das nicht. Dann gibt es bei diesen Filtertechniken noch einen Aspekt Mailinglisten. Ich denke, alle, die wir hier sitzen, haben noch die eine oder andere klassische Mailingliste abonniert. Und keiner will auf der Mailingliste Abwesenheitsnotizen sehen. Sieht man schon mal. Ja? So, das heißt also zum Beispiel Sieve und die Filter auf dem Mail-Server, die müssen das eben entsprechend behandeln. Sachen, die von Mailinglisten reinkommen, und das sehen wir ja im Header irgendwo, muss der im Prinzip bei der Abwesenheitsnotiz ignorieren. Ja? Das ist ein spezieller Fall und das ist auch umgesetzt. Also das ist normalerweise kein Problem. Dann haben wir noch dieses Thema Auto-Replays, also sprich Abwesenheitsnotizen, so ein Ping-Pong. Eine Abwesenheitsnotiz hat im Header ein Kennzeichen dafür. Das heißt also, wo diese Mail zurückgeht, ich bin nicht da, der darf dann nicht wieder darauf reagieren. Eingangsseitig auf unserer Seite genau das Gleiche. Schreibe ich jemandem eine Mail, da kommt eine Abwesenheitsnotiz zurück, darf meinen Server mit der Abwesenheitsnotiz natürlich nicht nochmal drauf reagieren. Ja? Auch das muss implementiert sein und das muss auch funktionieren. Die Skripte, welche ich da so editiere, wie auch immer, die liegen letztendlich auf dem Mail-Server normalerweise im Home-Verzeichnis von einem User. Ich glaube, das ist eine klassische Installation, aber eben je nachdem, wie es konfiguriert ist, auch woanders. Ich habe da zum Beispiel noch einen Kullax CBS in Betreuung als Mail-Server. Da liegen die Sachen unter varlib, sieve, u wie Unverricht, mein Name und bei meinem Benutzer, da liegt zum Beispiel die Sieve-Skripte drin. Also wenn er sowas mal sucht, guckt mal am besten in die Mail-Server-Konfiguration, wo das hingekommen ist. Es sind letztendlich einfach nur einfache Dateien, die da liegen, die dann editiert und verwendet werden. Diese Skripte, die da liegen, die sind eigentlich ganz gut lesbar und eine Eigenschaft finde ich ganz gut oder fangen wir anders an. Ich habe einen Filter, der irgendwas macht, den kann ich aktivieren und deaktivieren. Den muss ich nicht löschen, sondern den kann ich einfach deaktivieren. Und da ist es so, in dem rechts oben, da ist ein Filter auf dem Subject XXX betreff XXX. Das soll der als gesehen markieren. Und sobald ich den mit meinem Werkzeug deaktiviere, dann wird der auskommentiert. So einfach gestrickt ist das. Aktiviere ich das wieder, kommentiert er das wieder ein und dann wird das wieder angewendet. Das mag ich daran, dass das so schön, simpel, einfach lesbar ist. Ich habe da also auch keine Datenbank dahinter oder sonst irgendwas. Das sind einfache Textdateien, wo ein- und auskommentiert wird. Lesestoff hatte ich mal geguckt. Ich habe jetzt auf die Schnelle gar nicht so viel gefunden, außer vom Florian Effenberger. Kennt man vielleicht heute von der TDF und LibreOffice.
Der hat mal einen längeren Artikel beim Admin über Mails filtern mit Siebe geschrieben. Ich habe mir den mal durchgelesen, vieles davon, oder eigentlich alles ist natürlich immer noch aktuell. Ja, hat sich ja nicht so viel getan. Ich habe das eingangs gesagt. Ich bin als eGroupware Community Manager unterwegs und zeige euch jetzt mal, wie das so in eGroupware gelöst ist. Wie gesagt, das mit den Masken und wie das so ist, das geht natürlich mit den allen anderen auch ähnlich. Ja, das nehmen wir nur so als Beispiel. 20 Sekunden Werbeblock. Wir haben Mail, dann machen wir so Infolog-Aufgaben, Notizen, Kontakte, Kalendergeschichten. Wir binden Videokonferenzsysteme ein, machen File-Sharing, Dateimanager, Chatten, Collabora Online haben wir integriert und so diverse andere Sachen, Guacamole, ein Kanban-Board, was auch immer. Aber uns interessiert natürlich jetzt E-Mail. In eGroupware ganz klassisch Filter- und Abwesenheitsnotizen, wie bei allen anderen im Grunde auch. Zwei Besonderheiten eigentlich. Wir können einen Autoresponder einstellen. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Und ein Administrator dieser eGroupware kann bei Benutzern eben auch Abwesenheitsnotizen einstellen. Das heißt also ganz klassisch, irgendjemand wird krank morgens, dann ruft er auf die Firma an und sagt, stell mir mal eine Abwesenheitsnotiz ein. Das kann dann der Admin eben auch für diese Person machen. Abwesenheitsnotiz ist wieder eine Maske und das war das, was ich vorhin sagte, was mir in Roundcube aktuell nicht so gut gefällt. Der Anwender sollte eine Maske haben, die sich nur damit beschäftigt. Und das haben wir auch genauso da realisiert, also so wie Open Exchange zum Beispiel. Ja. Ist jetzt nicht sehr aufregend, gehen wir gleich nochmal im Detail durch. Ich kann das Ganze aktivieren, deaktivieren oder ich kann Abwesenheitsnotizen auch nach Datum schalten. Das können die anderen auch. Ich kann also dann im Regelfall ein Datum von bis eintragen. Ich kann also, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel diesen Donnerstag meine Abwesenheitsnotiz von Freitag bis Montag eingestellt. Das heißt also, das habe ich schon Donnerstagmittag irgendwann gemacht und Donnerstagnacht auf Freitag wird die scharf geschaltet, weil ich Freitag eben nicht da bin. Kann ich das im Voraus machen. Ich kann aber genauso gut das erste Datum schon auf heute legen, dann ist nur relevant, wann das hinten ausgeschaltet ist. Wenn ich Dienstag wieder auf der Arbeit komme, dann ist die Abwesenheitsnotiz aus. Das muss aber auch auf dem Server mit der richtigen Add-on realisiert sein. Das können nicht alle Systeme aus dem Stand. Nach Datum das Ganze. Was nicht geht, und ich glaube auch nicht, dass die anderen das können, nicht Uhrzeit. Wie oft werde ich von meinen Anwendern gefragt, ja, kann ich das heute ab 16 Uhr? Nee, das geht immer ab nachts, tageweise. Ich weiß nicht, ob ihr andere Informationen habt, ob andere Systeme das nach Uhrzeit können. Ich meine nicht, aber Anwender fragen da immer wieder nach bei mir. Nee, können wir nicht. Ja? Kann ich aber gut mit leben. Es gibt da bei der Abwesenheitsnotiz im Regelfall einen Text, den man zurückschickt, wo dann drin steht, bin dann wieder da oder ich komme nie wieder oder was weiß ich. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, dieses Start- und Ende-Datum als Variable in den Text einzubauen. Das heißt also, ich habe hier so eine Textnachricht, da habe ich das Ende eingebaut, um einfach zu sagen, bis wann ich einschließlich nicht im Büro bin. Das heißt also, ich muss als Anwender normalerweise an dem Text nie wieder irgendwas machen, weil das Datum wird immer da reingepackt dann. Ja. Abwesenheitsnotizen, da haben wir natürlich noch das Thema mit Aliasen. Ich habe unter Umständen mehr als eine E-Mail-Adresse. Hier kann ich dann noch entscheiden, für welchen Alias oder für welche Aliasse ich da Antworten schicke. Wir haben hier noch eingebaut in der Abwesenheitsnotiz, dass man da direkt Weiterleitungen auch einbinden kann. Das heißt also, ich schicke eine Abwesenheitsnotiz normalerweise, mache aber trotzdem eine Weiterleitung an Kolleginnen oder Kollegen, um eine Reaktion da auszulösen. Was wir jetzt vor 2-3 Wochen eingebaut haben, auf Wunsch von der Anwenderfirma, ist, dass wir neben dem klassischen Sende einer Abwesenheitsnotiz und lass die Mail im Posteingang,
auch noch zwei andere Sachen haben, und zwar eine Abwesenheitsnotiz senden, aber die Mail nicht im Posteingang speichern. Das wollten die. Die wollten einfach nur sagen, ist keiner mehr da, lasst mich in Ruhe. Dann wird die Mail vernichtet und fertig. Ich weiß nicht genau, warum. Und da wir halt auch hier in dem Dialog Weiterleitungen machen können, war der Wunsch auch da, diesen Dialog zu nutzen, nur für Weiterleitungen, aber nicht für Abwesenheitsnotizen. Vorher war halt immer Abwesenheitsnotiz und ich musste einen Filter anlegen für Weiterleitungen. Das können wir jetzt im Prinzip beides in dem Dialog, indem ich hier einfach sage, keine Abwesenheitsnotiz, nur weiterleiten. Da sind wir noch flexibler geworden. Allerdings für den Benutzer auch schon wieder komplizierter. Ja, ich sage den Leuten immer, mach dir keine Gedanken drüber, lass so, wie es ist, dann ist das so wie früher. Das ist jetzt die Stelle mit dem Autoresponder. Eine Abwesenheitsnotiz ist üblicherweise irgendwo so, dass die nicht auf jede Mail reagiert, sondern man bekommt von einem Sender eine E-Mail, da geht eine Abwesenheitsnotiz zurück. Am gleichen Tag kommt noch eine Mail von dem, dann will man ja nicht unbedingt schon wieder so ein Ding zurückschicken, weil er weiß ja, dass man nicht da ist. Also stellt man normalerweise ein Timing ein, am wievielten Tag wieder so eine Mail rausgeht. Klassisch würde ich sagen 3 Tage oder was auch immer. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Jetzt haben wir aber da in der Kundschaft Leute, die zum Beispiel so Sammelpostfächer haben wie Bewerbungen. Die wollen also auf jede eingehende Mail, auch wenn es von ein und derselben Person ist, einen Autoresponder. Und das haben wir da eingebaut. Und das bedarf tatsächlich auch eine Implementierung eines RFCs auf dem Mail-Server. Das habe ich zum Beispiel bei dem Kullax-Mail-Server noch nachziehen müssen. Ja, sehen wir so ein Skript. Hier in dem Bereich haben wir die Vacation, das ist der Text. Hier steht nach 3 Tagen, da ist meine Adresse und so weiter. So sieht das aus, wenn die aktiv ist. Und so sieht sie dann aus, wenn sie inaktiv ist. Da ist schlichtweg das Ganze hier unten auskommentiert. So einfach ist das. Theoretisch kann ich solche Dateien natürlich aus anderen Systemen auch manipulieren. Machen manche auch. Ich habe vorhin noch mit jemandem gesprochen. Die haben eine Datenbank, ein kleines Webfrontend. Da machen die Abwesenheitsnotizen, tragen die Mitarbeiter dort ein. Und dann laufen da Skripte, die die Daten aus der Datenbank da reinschreiben. Kann man auch machen. Ja? Zur Not baut man sich was selber. Aber dann muss man natürlich wissen, wie man das hier zusammenbaut. Ja, und nach Datum sieht das so ähnlich aus. Da habe ich dann letztendlich nur noch hier diesen Block hier drüber. Anfangsdatum, Enddatum, fertig. Auch gut lesbar. Das war die Abwesenheitsnotiz. In den Systemen, wie gesagt, die Filter können sie alle ähnlich. In eGroupware sieht das also so aus, dass ich da letztendlich eine Liste habe. Das Ganze wird von oben nach unten abgearbeitet, so ähnlich wie eine Firewall, die Regeln. Ja? Die ganze Sache ist per Drag and Drop in dem Fall hier sortierbar, weil ich die Regeln unter Umständen in einer bestimmten Reihenfolge brauche. Weil da Treffer sind, die irgendwas auslösen und dann brauche ich Reihenfolgen. Das kennt ihr bei einer Firewall. Ich habe jetzt da eine Maske mit 2 Kartenreitern, einmal eine Bedingung. Das heißt also, ich kann hier Diverses einstellen an Bedingungen, wann soll irgendwas passieren. Bei welchen Bedingungen, bei einem Absender, bei einem bestimmten Text im Betreff oder was im E-Mail-Header drin steht oder sonst was. Das kann ich relativ komplex auch aufbauen, wenn ich denn will. Und dann gibt es eine Aktion. Da kann ich also letztendlich Mails verschieben, Nachrichten verwerfen, also sprich einfach in eine Tonne kloppen oder eine Ablehnungsmail schreiben oder zum Beispiel IMAP-Flex setzen. Dadurch, dass ich hier in einer Groupware-Lösung drin bin, kann ich tatsächlich in dem Fall hier, wenn ich Weiterleitung mache an eine E-Mail-Adresse, habe ich Zugriff auf mein Postfach. Nicht nur auf die internen Adressen, sondern auch auf mein ganzes Adressbuch. Ich kann also hier Weiterleitungen direkt in das Adressfeld
hier weiterleiten nach. Hier in diesem Bereich kann ich tatsächlich alle möglichen Adressen selbst aus meinem Adressbuch gerade zur Verfügung haben. Die muss ich da nicht zu Fuß reintipseln. Das ist der Vorteil, wenn man sowas da integriert. Die Postfachordner stehen direkt zur Verfügung, die Aliase auch. Da muss man also nicht sehr viel recherchieren oder zu Fuß einstellen, weil wenn ein Benutzer etwas auswählen kann, ist das die eine Sache. Wenn er was eintipseln muss, wo er nicht weiß, ob es das gibt, ist das eine andere Sache. Das taucht nicht für Anwender. Wie gesagt, die Regeln, die werden jetzt nach der Reihenfolge von oben nach unten abgearbeitet. Und deswegen gibt es da unten auch so zwei Häkchen zu setzen. Und zwar Nachricht auch gegen nächste Regel prüfen. Ich habe eine Regel, ich habe einen Treffer. Kann ich Ende machen. Aber wenn ich hier einstelle, Nachricht auch gegen nächste Regel prüfen, würde der mit der Nachricht durch die nächsten Regeln durchlaufen und wieder Treffer haben und irgendwas damit machen. Und so kann ich mehrere Regeln auch kombinieren. Ich kann zum Beispiel mit der ersten Regel ein bestimmtes Fleck einstellen und mit der zweiten Regel zum Beispiel das Ganze dann in irgendeinen Ordner verschieben. Ich kann die Sachen auch in den Unterordner verschieben oder weiterleiten an irgendjemanden, aber lass die Mail im Posteingang. Ich mache dann nämlich nichts weiter, ich lasse die dort liegen. Und so kann man die Sachen kombinieren. Und da seht ihr, das sind solche Exit-Sachen, indem ich da rausgehe oder eben nicht rausgehe, wie bei einer Firewall. Und deswegen gibt es diese Reihenfolge abzuarbeiten. Ich habe hier nochmal ein Beispiel von einem E-Mail-Header. Weil da will ich darauf hinaus, dass ich in den Bedingungen eben auch E-Mail-Header-Felder abfragen kann. So, den Quelltext der Mail werdet ihr euch vielleicht alle mal angeguckt haben und da gibt es ja so diverse Informationen drin. Hier als Beispiel zum Beispiel die Message-ID. Das ist jetzt von meinem privaten Mail-Server hier. Ich bekomme immer von meiner Fritzbox die Nachrichten und die wollte ich in den Unterordner filtern. So, mit dem Absender hat das nie so richtig funktioniert. Ich bin letztendlich da hingekommen, dass ich das heute mit der Message-ID mache und in der Message-ID, die Nachricht, die E-Mail, die generiert wird von der Fritzbox, die hat halt hinten immer Fritzbox dran stehen. Und das war für mich am flexibelsten und einfachsten und für alle Nachrichten, die von der Fritzbox kommen, geltend. Und deswegen frage ich hier unten die Message-ID ab, sage, da ist Fritzbox drin als Bedingung und dann verschiebe ich das in den Unterordner für die Fritzbox. Und ich sage mal, mit den E-Mail-Headern, alles, was da so drin steht, da kann ich ja alles Mögliche abfragen von den Mails, alle möglichen Bedingungen. Ich kann alles, was zum Beispiel von einem Outlook-Client kommt, in eine Tonne kloppen oder was auch immer. Ja? Da kann man sich also richtig dran austoben natürlich. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Der Vorteil von dieser Integration und Verwendung von Siebe ist, dass hier zum Beispiel der Admin eben eine Abwesenheitsnotiz für den Benutzer schalten kann. Das heißt also, wie gesagt, klassischer Fall, irgendjemand wird krank und irgendwie muss da ja eine Abwesenheitsnotiz rein. Sonst haben die Kunden, die auch immer Mails schreiben, irgendwie ein Problem. Und das kann der Admin machen und eben auch Weiterleitungen hier einstellen. Auf Zuruf, wie auch immer das organisatorisch geregelt ist von den Genehmigungen und allem. Kann aber jemand in der Firma sein, der das eben kann für denjenigen. Und wenn ich das zeitgesteuert mache, dann schaltet sich das auch hinterher wieder von alleine aus. Da sind wir schon bei Fragen und Anregungen. Ich habe es nämlich heute relativ kurz gemacht. Ihr habt das gemerkt, ich weiß nicht alles an der Stelle und so, bei so ein paar Sachen habe ich Fragezeichen. Habt ihr noch Ideen für mich? Welcher Mail-Server, welcher Provider, irgendwas? Mal so kurz als Frage bzw. Anmerkung, wenn du sowieso sagst, die Unterstützung in den Clients ist eigentlich nicht so richtig gegeben, hat es dann eigentlich noch so richtigen Vorteil gegenüber dem guten alten Procmail, was auch im Home-Verzeichnis des Users liegt? Und wie editiert der Benutzer die Procmail-Dateien? Naja, ich habe dich gerade so verstanden, eigentlich willst ja fast eh was Eigenes erzeugen oder andere machen was, oder du hast es sowieso nicht im Thunderbird drin, du musst sowieso was tun, dann kann ich doch fast auch Procmail machen und dann kann ich
dann habe ich volle Freiheit, ne? Also auch mit Uhrzeit und so. Ja, der Benutzer hat erstmal keine Freiheit, weil er das so nicht bedienen kann. Muss ich mir ein Frontend dazu bauen, klar, wie bei dem anderen auch. Dann baue ich ein Frontend, damit das benutzerfreundlich wird. Ja, musste, ja. Ja, ja, klar. Und ich will das sowieso nicht, weil ich für eGroupware stehe und wir können das. Ich habe da am wenigsten Probleme mit. Ich wünsche mir persönlich nur noch, dass wir im TB eine gescheite Unterstützung haben mit einem Desktop-Client. Ja, aber hast du es grundsätzlich mal verglichen, featuremäßig Sieve versus Procmail? Nein. Wer setzt Procmail ein? Ich. Okay. Aber wird wahrscheinlich relativ verschwindend sein, oder? Also ich sag mal, die ganzen, also alles, was ich so kenne, also ich kenne fast nur noch Dovecot-Installationen, ein paar wenige Cyrus. Da geht's ja. Nee, also ich habe das nicht verglichen. Nee, alles gut. Hätte das sein können. Danke. Aber gibt's ein Frontend, ein Web-Frontend oder ein Desktop-Frontend, was direkt sowas benutzerfreundlich einstellen kann? Also ich wüsste keins. Ne? Also da wären wir genau an der gleichen Ecke. Ne? Muss ich da was basteln, damit es für einen User bedienbar ist? Also es ist Selbstbau. Ne? Aber letztendlich... Aber ist machbar. Letztendlich, was ich hinten raus als irgendwas, was ich selber baue, erzeuge, ob ich da ein Sieve-Skript im Home-Verzeichnis von dem User erzeuge oder ein .procmail erzeuge, ist dann letztendlich auch schon ziemlich egal. Mhm. Ne? Mit der Option halt, dass bei Procmail alle Freiheiten letztendlich dann hast und inklusive Uhrzeit zum Beispiel das Ding aktivieren kannst oder so. Ne? Aber es heißt darum, wenn du es nicht angeguckt hast. Wie gesagt, ich habe bisher noch keine Funktionalität vermisst und wir sind da bei Procmail also mit den Clients, mit den Frontends noch schlechter gestellt. Aber alles machbar. Warte mal aufs Mikro, bitte. Ja, du kannst das Sieve mit dem Procmail nicht wirklich vergleichen, weil du, um das Procmail zu editieren, müsstest du, also ja, du kannst Dovecot mit einem Procmail verheiraten, aber dann musst du der User sich auf dem IMAP-Server einloggen können. Mhm. Das willst du nicht pflegen müssen. Und dafür gibt es... Genau. Und das ist der Riesenunterschied. Sieve hat ein eigenes Protokoll, um damit der User einfach sein Zeug hochladen kann. Und das gibt es einfach für Procmail nicht. Procmail ist einfach nochmal 20 Jahre älter. Gut, wenn Procmail bedient wird durch ein Webfrontend, eine Datenbank, was Procmail-Dateien macht, dann muss dieses System aber auf die User-Verzeichnisse auch zugreifen können, dürfen. Ja? Lässt sich sicherlich alles machen. Nein. Ja, aber es gibt, das Protokoll gibt das her auf dem Server. Also ich kommuniziere über ein Protokoll. Auf dem Server wird letztendlich das File editiert, klar. Aber letztendlich macht der User das nicht direkt, sondern indirekt. So würde ich es jetzt mal sagen. Ja. War hier noch was? Ja, kurze Ergänzung noch zu Procmail versus Sieve. Ich brauche einen Systembenutzer bei Procmail. Mhm. Bei Sieve, ich kann einen Dovecot oder einen Cyrus IMAP ohne Systembenutzer betreiben. Also ich habe Virtual Users, die aus einem LDAP kommen können, was ich bei Procmail jetzt so nicht haben kann. Ich brauche dort einen Systembenutzer. Ich glaube, das sind aber auch Aspekte, die mit Absicht in Sieve anders gestaltet worden sind als in Procmail. Ich denke schon, dass damals wahrscheinlich auch hinter diesen Themen durchaus genau diese Gründe standen, das eben anders zu machen. Ja? Ich war nicht dabei vor 25 Jahren, aber könnte mir vorstellen, dass da sicherlich Lehren draus gezogen worden sind. Ne? Ich habe noch eine Ergänzung zu den Hosting-Providern. Mhm. Host-Sharing, die sind nach unten, ja. Bieten das an. Und Fastmail, das sind die aktuell stärksten Contributors hinter Cyrus IMAP. Host-Sharing wollte ich mir nochmal angucken. Die genau haben sich, ich habe gerade in der Doku nachgeguckt, man muss den Server angeben, auf dem das Postfach liegt. Ja. Auch mit Verschlüsselung und allem drum und dran. Sieht sehr vollständig aus. Das ist sehr gut, werde ich auch nochmal eruieren und ich werde auch meine Folien dann als Handout und dann kommen solche Sachen auch da nochmal rein.
Und last but not least, im Roundcube gibt es ein ganz junges Plugin seit einem Monat für Vacation. Vacation only. Was eine extra eigene Maske macht. Ja. Aber es ist ein Monat etwa alt erst. Dann habe ich das noch nicht mitgekriegt. In der Tat. Ja, ich habe mir tatsächlich eine Roundcube-Version, nicht die aktuelle, sondern irgendwie zwei zurück oder so angeguckt. Ja, ja. Okay, dann nehme ich das auch noch mit, gucke mir das an und packe das auch noch hier rein. Weil das war ja ein Kritikpunkt von mir, werde ich das auch hier eben entsprechend stellen. Gut, also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank, Steffen, für den Vortrag. Ich danke auch. Wer ein bisschen Wegzehrung braucht, ich habe hier noch was hingelegt. Ansonsten wünsche ich euch allen, kommt gut nach Hause. Spätestens bis zum nächsten Jahr oder auf der FrostCon oder auf der Kilux, wo ich mich so rumtreibe. Schauen wir mal. Wünsche euch was.